Moin, sind ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Wir haben im letzten Part tatsächlich dieses komische Rennen da eigentlich relativ gut überstanden, einen Preis bekommen und sind jetzt gerade hier am Saufen oder beziehungsweise werden zum Saufen eingeladen und können jetzt entscheiden, ob wir einen trinken wollen oder nicht. Und ich finde, ein Klein geht ja wohl, ne? Als Ritter muss man auch einen Humpen heben und so, das ist sonst nicht in Ordnung. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen? Jo. Auf Vivienne. Auf Vivienne. Ich mach mit Kaffee mit, Leute, ne? Prost. Als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. Das weißt du doch gar nicht, du hast ein Gespräch so mit ihr geführt. So kennst du sie doch auch nicht. Was ich gerade sagen? Moin! Oh, da werde ich herausgefordert. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Wie schon gesagt, dein Gesicht. Ich stehe auf Satisfaktion. Oh. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Oh, ein andermal. Ich hab zu tun. Machen wir das? Gehen wir drauf ein oder nicht? Ich würde ihm schon gern irgendwie einfach zeigen, dass er jetzt mir auf den Sack geht, ne? Aber berittener Kampf auch noch, das wird nicht gut. Ah, gut, soll mir recht sein. Wir machen's mal. Wenn du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Ich bin gleich zurück, ne? Mal sehen, ob das gut wird oder nicht. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Lauf, Plätze! Ich würde sagen, das hat funktioniert. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Ich war doch jetzt gar nicht feige. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah! Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Wenn es nicht schon zu spät ist, weil wir zu viel Zeit verdödelt haben. Wir werden sehen. Aber das hat doch ganz gut funktioniert. Wir sollten vielleicht doch nachdenken, umzuschulen auf Ritter oder so, ne? Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Erstmal wieder saufen. Klar. So. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Mal sehen, was für ein Kavenzmann das ist. Oh. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Ja, nicht zu sehr feiern, sonst, ne? Wird das morgen mit Schwert halten schwierig, aber ich bin zuversichtlich. Hm. Geralt mixt sich da im Zweifel schon irgendwas zusammen. Oh, mal Toe jetzt hier, ne? Wollen wir eben noch wegkippen.
Was machen wir nun? Folgen wir ihr? Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Okay. Finden wir raus, was los ist. Stell Vivien zur Rede. Oh, hoppala. Ich wollte eigentlich meine Hexersinne einsetzen. Dieser grauhaarige Typ, ewig auf der Suche nach Herrin Vivien. Sicherheit. Oh, oh, mal gucken hier. Hoppala. Oh, das war auch nicht das, was ich wollte. Das wollte ich. Ich wollte schon mal auf Quen gehen. Man weiß ja nie, was passiert. Finde Vivien. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Viviens Notizen. Gleich mal lesen. Ausgabe Blate bis Fane. 14 Ellen Stoff, 80 Kronen. Schuhe, Drachenhaut, 140 Kronen. Rennsattel, 280 Kronen. Zaubersalbe, 1400 Kronen. Aha. Das war nicht so spannend. Finde Vivien. Wo ist sie denn wohl? Oh, da, ein Vogel. Weggeflogen. Ich sollte hinterhergehen. Ja. Folgen wir offenbar dem... Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Oh, Geralt, lass dich nicht abschütteln. Lass dich nicht abschütteln. Oh, scheiße. Los, 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 los. Das Problem an so einem Vogel ist halt, der kann fliegen. Vögelchen, wo fliegst du denn hin? Wo fliegst du denn hin? Wenn es ein Bär ist, wird er ignoriert. Oh, okay, es ist kein Bär. Es ist ein Panther. Oh. Okay. Ich habe echt gerade keine Zeit für euch. Da ist er doch. Also der Vogel macht Pause. Wir können uns also in Ruhe um Gegner kümmern. Was ist noch ein Panther? Au! Das war nicht nett von dir, Panther. Das war nicht nett von dir. Dafür hängen jetzt deine Innereien raus. Oh, armes Vieh. Wie gesagt, ich würde denen ja nichts tun, aber die greifen einen ja an. Da kommen, glaube ich, noch mehr. Was ist das denn? Wie viele Panther sind denn hier? Was ist denn das für ein Weg? Na, wie lange soll ich noch machen? Tagsüber kannst du hier entspannt spazieren gehen und abends machen dich die Panther fertig. Oh. Oh je, Vogel ist schon wieder unterwegs. Noch einer. Was ist denn da los? Okay. Panther geht raus. Wir folgen weiter dem Vogel. Wo ist er denn? Ich sehe mich schon ganz aus den Augen verloren. Vögelchen. Ach, da sitzt du. Weiterfahren. Weiterfahren. Wo ist er denn hin? Da oben. Okay, jetzt geht's irgendwo anders hin. Jetzt wird's komplizierter. Oh. Oh. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Oh, das klingt doch schon nach einem Plan, Geralt. Durch die Höhle abkürzen. Wicht. Okay, warte mal. Let's do this. Hallo, Wicht. Holy shit. Das Problem ist schon mal, ich weiß nicht, was ein Wicht ist und was man gegen einen Wicht tut, aber draufhauen hat funktioniert. Hallo, Wicht. Monsterzunge. Wahrscheinlich müssen wir oben lang. Ja, das war eine sehr kurze Höhle. Okay, Moment, ich muss kurz eine Stunde rasten. Jetzt ist er verschwunden. Guillaume hat von einer Waldlichtung gesprochen, auf der Vivien sich nachts gerne aufhält. Vielleicht finde ich sie dort. Okay. Ich hätte nicht rasten sollen. Wahrscheinlich, aber gut. Das ist die Waldlichtung. Wir warten einfach mal und gucken, ob wir sie finden. Da läuft doch schon mal jemand. Ist sie das? Ich habe nur Beine gesehen. Okay.
Sieht sehr natürlich aus. Herrin Vivienne? Du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Richtig, ich bin ein Hexer. Wie ich höre, kommst du öfters her? Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Sie sieht so vogelmäßig aus. Was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Oh mein Gott. Hexer jagen nur Monster. Und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Ich weiß es noch nicht. Du bist verflucht worden. Oh, schlecht sieht sie doch nicht aus. Hat doch was. Kannst du mir das nicht sagen? Du bist verflucht worden. Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Ich habe da nur noch eine weitere Liste. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage? Wirst du schweigen? Selbstverständlich. Du hast nichts zu befürchten. Ich schwöre beim Reiher. Kommt drauf an, was du zu sagen hast. Du hast nichts zu befürchten. Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Ich bin gespannt. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Tja. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Was war das für eine Kreatur? Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was geschah dann? Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Magische Illusion, es kann gefährlich sein, sie einzusetzen. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für allemal Ade sagen. Ich kann versuchen, den Fluch zu brechen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig.
Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Du lehnst meine Hilfe aber schnell ab. Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Okay. Es gibt noch eine andere Methode. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Ja, lass uns zurückgehen. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Na, das geht schon, aber es könnte Fragen aufwerfen. Und zu einem frühzeitigen Scharmützel führen. Okay. Dass das mit dem Wasser so funktioniert hat, ja, Geralt ist höflich als Ritter, dreht er... Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Komm. Jo, gehen wir zurück. Wir müssen ja mal wieder bei den Ritterlichkeiten teilnehmen. Hast du etwas erfahren? Ja. Oh, das war's. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder, ich weiß nicht, sie wenigstens trösten. Nein, sie leidet unter einem mächtigen Fluch. Tut mir leid, ich hab es versprochen. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Ja. Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Oh, wird da etwa jemand eifersüchtig? Ich nehme bis zum Ende teil. Schluss mit dem Turnier. Ich warte auf Vivians Entscheidung. Nee, ich nehme bis zum Ende teil. Oh. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Arena. Ich müsste schon wieder eigentlich jetzt einen Break machen. Momentan ist das der Tag der Überlänge-Folgen heute. Aufstellung der beiden Fraktionen.
Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzen. Wunderbar, dass er jetzt anführt, das kann interessant Seitdem werden. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Wart mal ab, mein Freund. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Wart mal ab, mein Freund. Ich zeig dir mal gleich, was wir können. Oh, siehste, Party geht raus. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter. Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Er ist schon so eine reine Maschine. Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung da roh, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. So, mal sehen, ob wir Pause drücken dürfen. Lasst uns beginnen. Jubelt ihr Leute. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. Ja, ich darf Pause drücken. So, wir machen hier kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie wir gerne unter dem Video posten. Und ansonsten werden wir uns dann im nächsten Part an dieses Scharmützel wagen. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.